Ja, da wart schon einer ganz gierig, dass er sprechen darf. Wir machen weiter im Programm mit dem Steve Senftleben. Er hat auch ein paar Worte an euch zu richten. Dankeschön. Servus miteinander. Servus. Ich bin echt scheiße nervös, muss ich sagen, ja? Also mal. Macht nichts, gut, sehr schön. Es ist immer was anderes, wenn man so vor der Kamera allein steht und sich das dann anschauen kann und sagen, naja, es war gar nicht so scheiße. Aber hier ist schwieriger. Entschuldigung. Der Ding kommt schon, ich weiß, man kann das hier hochstellen wahrscheinlich. Ja, so. Super. Ja, vielleicht kennt mich ja jemand, ein paar Videos habe ich schon gemacht bei BGL steht auf. Ist jemand von BGL steht auf hier da übrigens, oder seid ihr alle da? So. Sehr schön, cool. Dankeschön. Servus. Großen Dank auch nochmal an Max und Buran, die das angemeldet haben, weil das ist heutzutage auch gar nicht so einfach und man kriegt ganz schön viel Mist auch ab. Also wie wir auch mit der Gruppe schon. Aber ja. Gut, warum bin ich hier und betrifft mich der Lockdown? Ich schaue, dass ich jetzt alles ein bisschen beschleunige, ja, Leute. Das ist sonst, wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck. Mich betrifft der Lockdown in keinster Weise. Ich habe meinen Fulltime-Job, ich habe mein Nebengewerbe, mir könnte es besser gar nicht gehen. Ja, so ist das. Mir könnte das alles total wurscht sein. Ich könnte meine Weiterbildung machen, ich könnte PlayStation zocken, Netflix am Abend schauen, mir mal 10.000 Mal lieber als jetzt hier zu stehen. Also ich stehe jetzt hier gerne, um zu euch zu sprechen, versteht es mich nicht falsch, aber ja, aber der Punkt ist, irgendwann ist mir aufgefallen, hier läuft was ganz gewaltig schief und ich habe sowas wie ein krasses Rechtsempfinden einfach und wenn ich merke, dass gegen Leute ungut vorgegangen wird, die sich nicht wehren können und sowas, dann muss ich da dazwischen gehen, so bin ich einfach. Und ich habe mal, entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen mehr ablese, aber es ist gerade ziemlich viel zu tun. Wie gesagt, ich bin voll beschäftigt und habe nebenbei mein Business auch noch. Und deswegen, okay. Wenn ich feststellen muss, dass Existenzen ungerechtfertigterweise hier in den Abgrund getrieben werden, Grundrechte meiner Ansicht nach unnötig eingeschränkt werden, schon eine gewisse Entmündigung erwachsener Bürger stattgefunden hat und alte Menschen und Kinder mehr als fragwürdig behandelt werden, dann ist es einfach eben vorbei bei mir. Und so denke ich, ist es auch bei euch hier und deswegen seid ihr hier. Und danke, dass ihr zuhört, danke, dass ihr euer Gesicht zeigt und danke, dass ihr nicht wegschaut. Also von allen von BGL steht auf hier. Dankeschön. Kommen wir jetzt zu meinen Themen ganz schnell mal. Ethische Fragen und Selbstbestimmung ist so mein Ding jetzt, wo ich ein paar Punkte gern aufführen würde. Dass Covid gefährlich sein kann und so weiter, der Philipp hat schon alles gesagt, deswegen lasse ich das jetzt hier weg. Ja? Besser als der Philipp kann das keiner von uns machen, der kennt sich einfach aus wie kein Zweiter. Und ja, und dass man aufeinander Acht geben sollte, besonders in der Grippesaison, Freunde, das ist ganz klar. Und das ist scheißegal, ob das Corona heißt oder sonst irgendwas. Und wenn ich verdammt nochmal krank bin, dann bleibe ich daheim und kümmere mich aus. Und wenn ich krank bin, gehe ich wirklich auch nicht jemandem immer zu nahe irgendwo. Das ist ganz normaler Menschenverstand, der uns genommen wird von der Politik und die uns behandeln die ganze Zeit wie Kleinkinder. Und unsere Kinder behandeln die aber scheiße zu anderen Seite, ja? Und irgendwann langt der Dreck. So, jetzt bin ich doch ein bisschen ausgeartet, das ist, wenn ich im Flow bin. Sorry. Okay, also, dass man die anderen Leute schützen muss, besonders Alte und natürlich Vorerkrankte, ist eh ganz klar, ja? Aber folgende Fragen müssten auch gestellt werden dürfen. Nämlich ethische Fragen, ob man das korrekt findet. Darf man Menschen am Ende ihres Lebensabends verbieten, zum letzten Mal ihre Angehörigen zu sehen? Darf man... Ja, da kommt jetzt einiges, Freunde. Also. Darf man diesen Angehörigen verweigern, ihre Liebsten ein letztes Mal in den Arm nehmen zu können, bevor sie von ihnen gehen? Darf man Kindern einreden, dass sie ihre Oma und ihren Opa nicht mehr sehen dürfen, da sie diese umbringen könnten durch den Virus? Darf man Kindern verbieten, miteinander zu spielen? Nein!
Muss bzw. musste es sein, dass unsere älteren Mitmenschen im Altersheim oft das Einzige genommen wird oder auch wurde, was sie sozial aufmuntert und gesund hält? Nein. Nämlich der gemeinsame Spaziergang und das Gespräch mit Familienangehörigen und Freunden. Ist es vertretbar, dass angsterfüllte Leute im Krankenhaus nicht mehr Trost bekommen können durch ihre Angehörigen? Bezüglich der Krankenhauskeime hat der Philipp eh schon was gesagt. 20.000 Leute sterben einfach so wegen Krankenhauskeimen pro Jahr in Deutschland. Das kann jeder nachschauen auch und das ist keine Verschwörungstheorie. Und jeder scheißt einfach drauf auf diese Fakten. Tut mir leid, anders kann ich es nicht ausdrücken. Das ist jedem egal. Wenn es nicht in den großen Medien groß publiziert wird, ist jedem alles egal, wenn die Leute sterben oder in Afrika sterben und so weiter. Das kann ja nicht sein. Wir sind immer noch so bei 11.500 Toten bei Covid. Ich bin froh, dass das so wenig ist und dass sich das so als das herausstellt. Aber mein Gott, was soll das alles hier? Und es ist legitim, jemanden bei einer Beerdigung nicht mehr verabschieden zu können, da die maximale Personenzahl schon erreicht ist und man deswegen nicht mehr dazu darf. Nein! Genau. Und findet ihr es normal? Und das weiß ich aus erster Hand. Das sind auch hier zum Beispiel. Dass Menschen über 70 Jahre, ja, die ist über 70 Jahre alt sind, beim Einkaufen angepöbelt werden, weil sie keine Maske tragen, obwohl sie einen Attest haben, ich finde das nicht normal. Und das meinten wir auch am Flyer mit Diffamierung und Diskriminierung. Das ist unsere Diskriminierung. Diskriminierung ist nie gut, egal um wen es geht. Ganz klar. Logisch. Und jetzt kommen wir ganz schnell zu Fakten. Ich muss jetzt echt ein bisschen vorspulen. Wusstet ihr, dass am Anfang des Jahres in Deutschland mindestens 900.000 Operationen, und diese Zahl ist ziemlich weit unten angesiedelt übrigens, wegen Corona verschoben wurden? Weiß das jeder, dass 900.000 waren? Echt nicht? Ja, weniger aber hier. Interessant. 24% davon waren Krebsoperationen, die verschoben worden sind. Das sind 216.000 Krebsoperationen, die verschoben worden sind. Und man weiß, was Krebs anrichten kann. Und dass da eher früher als später operiert werden sollte und behandelt werden sollte. Bei 216.000 Menschen wurden Operationen verschoben. Und dann frage ich mich, wie kann das ethisch sein und wer darf darüber richten, wer behandelt wird und wer nicht. Jeder Kranke muss behandelt werden und nicht nur der Corona-Patient. Du weißt, wer das veranstaltet, was war da mit dem Kratzen? Dankeschön. Von dem Folgeschäden ganz zu schweigen, von der anderen Operation. Ich kenne Leute persönlich aus dem Krankenwesen, die gesagt haben, ich muss die ganze Zeit Leute niederspitzen, die zu mir ins Krankenhaus kommen, weil die nicht mehr können oder sowas, weil die Schmerzen haben. Ja? Und das ist auch nicht lustig fürs Krankenpersonal. Wir haben ja eben. Genau das andere hatte ich schon, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Bezüglich Meinungsfreiheit und Zensur wollte ich ganz kurz noch was sagen. Entschuldigung, ich bin echt nervös hier, das ist so krass. Das letzte Mal war in der Schule, wo ich vor so vielen Leuten, naja, war weniger, 30, jetzt sind es 15 nur noch im Unterricht, nicht wahrscheinlich so. Okay, Meinungsfreiheit, Diffamierung und Zensur. Es herrscht also Meinungsfreiheit, findet ihr. Hier nur ein paar Beispiele. Friedrich Pürner, Epidemiologe und Leiter des Gesundheitsamts ja, Eichach-Friedberg bei Augsburg, kritisierte vor kurzem Söders Corona-Strategie. Was passierte? Er wurde strafversetzt. Klar. Der Basketball-Nationalspieler Yoshiko Saibu war auf der Querdenken-Demo am 1.8. in Berlin. Daraufhin wurde ihm umgehend von seinem Verein gekündigt. Ja, auch cool. Der Verfasser der Analyse des Krisenmanagements, das kennt ihr eh, glaube ich, alle. Ich hoffe, dass ihr das alle kennt. Der wird dann auch, kennst ihr das alle? Kennt auch keiner, oder? Du bist mir klar, dass du es kennst. Ja, ich kürze ab, sonst darf kein anderer mehr reden und es wäre schade drum. Polizisten, die sich außer Dienst kritisch zur Corona-Lage äußerten bei Veranstaltungen, wurden auch entweder gleich ganz suspendiert oder zwangsversetzt. Und das sind auch Fakten, deswegen darf auch kein Polizist irgendwas sagen fast, weil er Angst haben muss um seinen Job. Und was ist das für eine Gerechtigkeit? Die Leute sind auch ganz normale Leute, wie du und ich, wenn sie ihre Uniform nicht anhaben. Und müssen dann Angst haben, wenn sie laut werden, oder was heißt laut werden, aber irgendwie da Kritik äußern. Das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist Zensur. Und wir sind mit anderen Experten umgegangen,
ist, ist uns, glaube ich, auch klar, dass ich stell mal Kamera ja, jeder Fake News praktisch oder im Endeffekt hatten die übrigens alle recht im Nachhinein nach der ersten Welle. Die hatten alle recht, verdammte Scheiße. Und werden jetzt immer noch gehandelt als die Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Ja, das finde ich super. Sagt Bundesverdienstorden, bekommt der Drosten. Der hat, ist eigentlich mal wieder total falsch gelegen, aber kriegst einen Bundesverdienstorden dafür. Also, Entschuldigung, aber da ist doch was faul, oder? Entschuldigung. Genau. Ja, ich muss jetzt echt hier, ich hätte viel mehr. die Frage ist aber trotzdem zum Beispiel, warum Zensur stattfindet. YouTube akzeptiert zum Beispiel jetzt nur noch Meinungen, die den örtlichen Gesundheitsbehörden entsprechen oder der WHO. Ja? Da ist dann auch die Frage, wo ist dann bitte dieser wissenschaftliche Diskurs dann noch? Wo kann der stattfinden? Wo kann ich mich informieren, wenn alles zensiert wird? Nirgends mehr. Das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Und Facebook löscht Beiträge von Ärzten, die anderer Meinung sind oder legt Faktenchecks drüber, die meistens überhaupt nichts aufklären übrigens. Ihr müsst euch die mal genauer durchlesen, bitte, und dann sagen, hat da ein Faktencheck was ausgehebelt oder nicht. Ja? Und auf der anderen Seite werden aber Beiträge, wir hatten es eh schon mal kurz davor, und das habe ich zum Beispiel auch auf dem Handy als Screenshot, falls jemand sehen will, von der internationalsozialistischen Antifa, die von der SPD und den Grünen hauptsächlich vorrangig befürwortet werden, ja? Die dürfen öffentlich zum Beispiel sowas hier posten. Und jetzt zitiere ich 1:1, das ist nicht echt überhaupt nicht meine Meinung, gell? Ich sage, will ich nur ganz klarstellen, dass die Polizei jetzt gleich hierher kommt und mich hier runterführt. Ja? Aber die dürfen einfach öffentlich sagen, aber schön gegendert natürlich, weil das ist ja ganz wichtig. Ja? Die dürfen sagen, Fridays for Future bringt es auf den Punkt. Polizist, Polizistinnen ist gleich Mörder, Mörderinnen. Und außerdem meist Hitler-Fan und Faninnen. Und sowas wird nicht rausgelöscht. Sowas ist öffentlich. Die arbeiten zum Teil zusammen mit der SPD und den Grünen. Ihr wollt's mir. Das geht nicht. Das darf man nicht sagen. Man darf nicht jeden Polizisten. Man darf niemanden über einen Kamm scheren. Polizisten sind da, um was Gutes zu tun. Genauso wie Krankenpfleger, Rettungsdienstfahrer und Ärzte. Wo kommt es her, dass man meint, dass die einem was Böses wollen grundsätzlich? Das ist nicht wahr. Okay, ich komme zum Ende, Freunde. Für mich, Demokratie heißt Mitbestimmung, Demokratie heißt Zuhören, Demokratie heißt freie Meinungsäußerung. Entschuldigung. Gesetze sollen für den Schutz aller sein und nicht zu der Unterdrückung des Volks. Und um die Demokratie steht es gerade alles andere als gut. Grundrechte sind Grundrechte und dürfen nur unter wirklich haltbaren Fakten eingeschränkt werden. Dies sehen wir auf Basis der Datenlage als nicht gegeben. Auch nur mal, um es klarzustellen, ich bin weder ein Rechter, ich bin weder ein Impfgegner oder sonst irgendwas, als was man heutzutage immer bezeichnet wird, sobald man irgendwas gegen die Maßnahmen vom Staat sagt. Und das muss endlich aufhören, dieser Blödsinn. Und ich gehöre auch nicht zu irgendeiner Partei und nirgends dazu. Das Einzige, wo ich dazu gehöre, das BGL steht jetzt auf und wir sind unabhängig. Und was in den sozialen Medien und überall über uns behauptet wird, ist totaler Rotz einfach nur zum Teil. Jeder darf bei uns auf dieser Plattform, deswegen ist die Gruppe privat, sagen, was er will. Und es muss endlich eine Meinungsfreiheit her und es muss her, dass ein gesundes Miteinander wieder stattfindet, wo jeder dem anderen zuhört. Dann kann man immer noch sagen, seine Meinung ist aber total doof und überhaupt nicht untermauert. Ist alles cool. Ja? Aber das andere funktioniert nicht. Wir müssen endlich wieder zusammenrücken und wir dürfen uns nicht spalten lassen, was die ganze Zeit immer wieder passiert. Und nachdem wir ja hauptsächlich in der Wirtschaft waren, wer denkt, dass unser Gesundheits- und Rentensystem nicht mit der Wirtschaft zu tun hat, der denkt ebenso, dass ihn ein Fetzen vor dem Gesicht vor einem Virus beschützt. Ich tue das nicht. Und als letztes will ich abschließen mit einem Zitat von Benjamin Franklin. Richtig wiedergegeben, es wird auch falsch wiedergegeben. Jene, welche elementare Freiheit aufgeben, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Vielen Dank an euch und als nächstes kommt der Florian Obermüller. Ciao.